Hallo und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus mit dem SC Verl in der dritten Liga. Heute steht das nächste Spiel auf dem Plan. Es geht auswärts gegen den KFC Uerdingen. Ein wichtiges Spiel für uns, um weiter Punkte zu sammeln. Und ich denke mal, es ist ein Spiel, was wir durchaus für uns entscheiden können. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Bleiben Sie dran. Wir begrüßen Sie aus der Düsseldorf Arena. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Das könnte gefährlich werden. Jetzt könnte er flanken. Gut den Ball verteidigt. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Eckball gibt's. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergeht. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Guter Pass jetzt. Kein Problem hier mit diesem doch letztlich harmlosen Ball. Ein besonderer Gruß geht heute an Daniel und Francisco, die aus Brasilien angereist sind, um unser Stadion zu besuchen. Da kommt der Pass. Wenn auch Sie einen Gruß auf der Anzeigetafel sehen möchten, dann schicken Sie... Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Kommt jetzt die Flanke? Ganz stark abgeblockt. Patrick Göbel. Da ist die Balleroberung. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Kann er was draus machen? Den holt er sich mit einem guten Tackling. Janic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, könnte was werden. Guter Versuch. Super Tor aus der Entfernung. Nimmt sich einfach mal ein Herz und drin ist er. Das Ding hier aus der Distanz nimmt also einfach mal ein Herz. Er sieht die Lücke und nutzt das. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Kolja Pusch. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Wir sehen das frühe Pressing.
Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sie spielen gut und stehen auch in der Tabelle. Richtig gut da. In dieser Saison bereiten sie den Fans richtig Freude. Sieht gut aus, wie sie sich präsentieren. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Könnte der Ausgleich sein. Oh, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Fast der Treffer gerade, aber da ist einer zur Stelle und rettet auf der Linie. Pass auf außen. Der Ballverlust. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gute Aktion. Das könnte gefährlich werden. Der Reingabe kommt lang. Klasse Pass. Janic. Geht er rein. Gut abgeblockt. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal aus. Kolja Pusch. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Da ist Platz auf dem Flügel. Schön dazwischen gegangen. Da ist er da und kann klären. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Sie kommen über den Flügel. Spielt den Ball direkt zurück. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Jetzt der Ballverlust. Gutes Pressing jetzt. Eine Minute gibt's oben drauf. Kommt jetzt die Flanke rein. Super Tackling. Und wir führen mit 1:0 auswärts durch das Traumtor von Mehmet Kurt in der 18. Minute. In der 26. Minute haben wir fast den Ausgleich gekriegt, aber Lawrence rettet das Ding noch auf der Linie und so können wir hier mit einer Führung in die Pause auf jeden Fall gehen. Ja, sehr zerfahrenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Also hier hätte es auch gut schon 1-1 oder vielleicht auch 2-1 für uns stehen können. Guter Ball nach draußen. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Das ist ein Foul. Freistoß. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Patrick Göbel. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel.
unaufhaltsam. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ball ist wieder weg. Wieder so ein klasse Pass. Kann er was draus machen? Das ist beeindruckend. Da hat er den Ball. Janjic. Viel Übersicht bei diesem Pass. Die Chance jetzt. Der Ball prallt zurück vom Posten. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Einwurf. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Kann klären auf. Kosten dieses Einwurfs. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ist hier immer noch am Ball. Klasse Pass! Den Ball hat er. Jetzt gibt es einen Eckball. Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Sieht gefährlich aus. Was für eine Chance! Mit dem Ball hat er gar keinen. Ecke. Die Ecke kommt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Schöne Flanke. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Patrick Göbel. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Da wäre jetzt Platz.
Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Oh, toller Pass, gute Aktion. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Das ist korrekt, es gibt Geld. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Ganz energisch. Und das ist der Ballverlust. Dem Al-Buttat. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Sie riskieren viel und bringen noch einen Stürmer. Eine wirkliche Wahl haben sie auch nicht. Sie liegen zurück. Patrick Göbel. Die Gelegenheit für die Flanke. Köpft den Ball, weitergefährt. Gute Chance. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Wir sehen uns den Treffer noch mal an. Da kommt die schnelle Flanke. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. 2-1, hier ist noch alles drin. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Jetzt der Vorstoß. Kolja Pusch. Dann gewinnen wir 2-1, vielleicht auch ein bisschen glücklich aus mancher Sicht. Aber dennoch sind das jetzt 3 wichtige Punkte, die wir mitnehmen. In der 59. Minute hatten wir noch eine Riesenchance auf das 2-0 zu stellen. In der 66. Minute ist es dann passiert, das 2-0 für uns durch Kaufmann, der eingewechselt wurde für Janic. Und in der 89. Minute macht der Gegner nochmal einen Anschlusstreffer durch Kiprit. Aber am Ergebnis tut sich dann nichts mehr und wir gewinnen dann schlussendlich 2-1 und nehmen die 3 Punkte mit nach Hause. Ja, das war's wieder von mir an dieser Stelle. Meine neuen Videos findet ihr übrigens jetzt auch auf meiner Partnerseite unter www.fifa-karriere.com. Da findet ihr unter anderem meinen Karrieremodus und zusätzlich noch viele andere, vielleicht auch hilfreiche Tutorials und Tricks und Tipps für den Karrieremodus. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr meine neuen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal.